Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part, Let's Battle Play Mario Kart Wii. Wieder auf Luigi's Beste, genauso haben wir ja schon im letzten Part angefangen. Das war nämlich vom Grand Prix, der eben gerade noch stattfand für uns. Ist ja immer noch der gleiche Termin wie im letzten Grand Prix, nämlich vom 22. Dezember. Und jetzt ramme ich erstmal alle um hier. Denn das hier ist ja jetzt kein Team Grand Prix mehr, so wie im letzten Part. Denn jetzt ist es nur ein ganz normaler Grand Prix und erwische ich euch noch. Nein, leider nicht. Vielleicht hätte es ja funktioniert, hätte ich den Pilz voreingesetzt, aber nein. Ich kriege natürlich wieder den grünen Panzer von hinten in die Fresse, auch wenn das gar nicht möglich ist, aber ich bin ja so ein Magnet für was grüne Panzer betrifft, deswegen, naja, hat anscheinend nicht funktioniert, glaube ich, aber naja, was soll man tun? Ah, lass mich in Ruhe. Janni, wer? Ja, jedenfalls Luigi's Piste und du nimmst mir auf jeden Fall mein Item bei Corfu. Super. Ich glaube, wir sind wieder hier 150 CCM und ja, ist doch eine ganz angemessene, ganz angemessen Dings hier. Weiß nicht. Ach ja, Powerblock kann man ja ausweichen mit Stern. Eine ganz angemessene, was soll ich sagen, Geschwindigkeit, genau. Ne? Das soll ja richtig Spannung aufbauen. Lass mich bloß in Ruhe. Oh, sehr schön weggerannt. So, das ist mein Item hier, Kumpel. Das nimmt sie mir nicht weg. So, das habe ich natürlich, da bin ich natürlich durchgetriggert. War nicht so schön. Das heißt, durchtriggern, nur für die, die wissen wollen. Dann drückt ihr öfters L die ganze Zeit hintereinander, damit das Item schneller kommt. So. Das Problem ist, wenn dann das Item da ist und man drückt wieder L, dass man dann erstmal so einen schönen... Ah, der passt perfekt. Dass man natürlich das Item dann plötzlich benutzt, was natürlich nicht so schön ist. Sieht der Platz wegen dem Blitz. Dankeschön. Wer auch immer das war, der meldet sich mal bitte. Den blockiere ich sofort. Naja. Hallo Ansem, GGE, dessen Name ich immer noch nicht weiß, wirklich Corfu, LOLplayer, Vertlaken, Janni, mich und Cooper. Schön, dass ihr wieder da seid, wie auch im letzten Part. Wir haben nämlich immer noch unser Rekord mit 8 Spielern. So sieht's aus, Ansem ist vorne. Sieht ganz gut aus. Die meisten haben ihre Namen geändert, finden sie ich gerade. Also nur leicht, aber was soll man sagen. Das nächste Rennen wird besser. Bis gleich. Und weiter geht's auf GCNDK Bergland. Und mir ist aufgefallen, außer dieser Strecke sind vor allen Strecken gewählt worden, die wir schon im letzten Part, im letzten Grand Prix hatten, also schon mal gefahren sind. Ich weiß nicht, ob ihr nicht genug davon kriegt oder ob er noch auf andere Strecken steht. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Schreibt doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingsstrecke die jetzt in diesem Spiel sind. Oder was die Lieblingsstrecke ist. Wer weiß, ob man mehrere hat oder nur eine. Denn dann kann man mal gucken, oder da kann ich mich zumindest darauf einstellen, auf welche Strecke ich mich gefasst machen muss. Kommt darauf an, ob ihr da auch wirklich da seid zum Termin oder nicht. Ja. Deswegen wäre es mal ganz interessant zu wissen, ich habe nicht wirklich so eine Lieblingsstrecke. Aber GCNDK Bergland finde ich eigentlich schon eine richtig geile Strecke, finde ich. Auch wenn sie recht uneben ist. Also das Lenken nicht so einfach macht, vor allem das Driften. Viel unkontrollierter. Aber naja, ich finde es trotzdem relativ spannend. Hat eine Abkürzung, kann man wunderbar nutzen. Hui. So gesehen. So, hier fahre ich dann mal lang. Das war scheiße, egal. Nein, ich habe es geahnt. Aber auf der Brücke ist das eh ein bisschen kompliziert. Und wir sind... jetzt letzter. Aber es ist mir runtergefallen. Corfu war das. Tja, tut mir leid, aber das passiert halt. So, mal sehen, ob wir hier noch was richten können. Eigentlich kann ich die Strecke ja ganz gut. Aber ihr wisst ja, die sind eigentlich ganz gut, auch von der Punktzahl her. Die haben mir ganz schnell was aufgeholt. Ich war schon lange nicht mehr im Online-Modus, muss ich sagen. Deswegen, naja, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich so 1 gegen 1 meine ich, gegen euch ankommen könnte. Also 1-1, oder wie nennt man das? 1 gegen 1, sagt man jetzt auf Deutsch. So, egal, ich kann hier überhaupt nichts. Wow, das sah irgendwann ganz geil aus. So, ach, der holt mich einfach mal ein. Und jetzt krieg ich kein Item mehr. Du bist schuld. Was macht der denn da? Zack. So, auch kein Item für mich diesmal. Ah, scheiß Zaun. Hätte man 1 cm daneben platzieren sollen. Ja, ja, kauf vor die ganzen Items hier. Ich habe gar nichts. Nutzt sich eigentlich auch gar nicht nach hinten zu gucken, weil ich eh letzter bin. Also, ich muss in nächster Zeit echt trainieren, gut, dass Ferien sind. Dann habe ich genug Zeit zum Trainieren. Das ist schön. Und Brettlaken, den lasse ich jetzt erstmal hinter mir, nämlich langziehen und dann überholt er mich auch gleich wieder. Mensch, was bist du bloß für ein Abonnent? Du kriegst gleich erstmal einen Stern, ich weiß von mir. Komm, 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 her. Ach, über die Banane ist gerutscht. Ist wahrscheinlich besser, als über mich gerollt zu werden. Das macht der cool wieder. Du kannst auch einfach ganz normal die Strecke lang fahren und nicht so doof fahren. So, sag bloß, ich kriege die Abkürzung nicht. Nein, die kriege ich nicht mehr. Ist das schön. Oh, da ist mir runtergefallen. Der die Abkürzung nicht richtig gemacht habe, aber fünfter Platz ist ganz in Ordnung noch. Und ein Blooper ist natürlich perfekt. Wird uns jetzt zum Aufholen helfen. Janni wird gleich nichts mehr sehen können. Und dann sieht er, dass wir nur noch Sechster sind. Schön. Hätte ich bloß was anderes gezogen als so ein Blooper. Hä?
War ich jetzt Sechster oder Siebter? Hier stimmt doch was nicht. Jedenfalls drückt man schon an, dass der schon wieder Erster wurde. Aber ich war auch jetzt Sechster, oder nicht? Hab ich da was verpasst? Bin jetzt Letzter. So, Freunde, im nächsten Part werde ich jetzt aber einiges hier umregeln, ne? Einiges umdrehen. Wir sehen uns gleich wieder. So, mal sehen, ob wir etwas auf der DK-Schikane reißen können. Das wäre immer ganz gut. Ich sehe gerade, die Hälfte des gesamten Termins ist ja jetzt schon vorbei. Ich meine, es sind jetzt 3 Grand Prix, A4 Rennen. Das heißt insgesamt 12, ich kann rechnen. Und das ist jetzt schon der 6. insgesamt, den wir fahren. Nee, der 6. gewesen. Das ist jetzt schon der 7. meine ich. Genau so ist das. Und ich bin jetzt schon 4. Oh, Mensch. Das ist doch auch mal eine minderte Zahl. Och, jetzt kriege ich das Ding nicht mehr. Die Rampe da, oder wie man es nennt. Auf jeden Fall will ich ein Item kriegen. Das ist ja wohl das Mindeste. Mit einem Stern werde ich jetzt hier lang düsen. Und euch alle einholen hier. Mensch, 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 Mensch. So, und die Abkürzung kriege ich auch noch. Und ich hoffe, dass ich diesmal, ja, Erster bin. Cool. Dass ich jetzt nicht in die falsche Richtung fahre wegen diesem Ding. Ich bin jetzt einmal kurz vom Gas gegangen. Also von A. Und habe mich eher ums Lenken gekümmert. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich jetzt nicht falsch gefahren bin. Mensch, ich bin jetzt schon seit längerer Zeit auf dem zweiten Platz. Das ist ein Erfolg, Freunde. Das ist eigentlich ein Erfolg. Und es hat schon wieder eine Wolke hinter uns. Also das ist echt sehr oft, dass hier so eine... hier eine Wolke auftaucht. Ich habe eben ja auf den falschen Knopf gedrückt, auf C und nicht auf Z. Deswegen habe ich so oft herumgeblinkt. Wäre auch mal eine Challenge, das habe ich mir mal überlegt, das kann ich euch mal erzählen. Und zwar, jetzt habe ich die Wolke, toll, weil ich gerade darüber gelästert habe, ne? Und zwar, mal Folgendes zu machen. Es gibt ja mehrere Let's Play, die Let's Play das Spiel, aber nicht online und vor allen Dingen auch nicht mit seinen eigenen Abonnenten. Gibt es ja, einige spielen es einfach online, einige spielen es mit Abonnenten und einige, Dankeschön. Einige fahren einfach ganz normal die Grand Prix ab, von 50 CCM bis zum Spiegel durch, das geht ja auch. Aber es kam noch niemand auf die Idee, ein gewisses Special zu machen, wie ich zum Beispiel auf die Idee gekommen bin, vor längerer Zeit. Und zwar, man kann ja die ganzen Grand Prix, die ganzen Rennen so fahren. Die ganze Zeit. Was haltet ihr eigentlich von der Idee? Und ich sehe schon, ich glaube, wir hatten ein Disconnect, denn ich bin 7. und hinter mir ist seit langem keiner mehr. Außer, die Daisy da ganz vorne ist gar nicht ganz vorne, sondern ganz hinten. Aber das würde ich eher nicht vermuten. Naja. Jedenfalls, es wäre einfach eine geile Challenge, dass man ein Let's Play davon macht, während man die ganze Zeit da hinten lang fährt. Am besten macht man das nämlich noch mit einem Co-Moderator, also in einem anderen Let's Play zusammen. Und das macht auf jeden Fall noch mehr Spaß bei so einer Challenge. Würde ich euch empfehlen. Und dann, ja, bin ich gespannt, ob das ankommen würde. Es würde mich mal interessieren, ob ich das mal machen sollte. Und natürlich fahre ich verdammt auch mal dagegen. Das muss natürlich sein, jetzt bin ich 6. Zumindest bin ich jetzt nicht Letzter. Ein Brettlaken. Ich glaube, das ist Brettlaken mit der Luigi, oder? Ist jetzt da hinten und kommt nicht wirklich weiter. Jetzt Koopa. Hä? Ah ja, Koopa ist rausgeflogen. Tut mir leid. Brettlaken war Luigi. Koopa ist leider rausgeflogen. Es tut mir wirklich leid, aber na, es passiert. Und Ansem ist wieder Erster geworden. Und ich bin immer noch Letzter. Ich fass es nicht. Selbst Koopa, der auf dem 6. Platz ist und rausgeflogen ist. Okay, Freunde, letztes Rennen. Und da werde ich jetzt mal richtig auf die Kacke hauen. Ah, mein Gott. Ah, super. Das letzte Rennen hier wie auf der Pilzschlucht und ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Nicht so gut, vor allen Dingen im letzten Part. Leider lief es auch nicht wunderbar gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen muss ich sagen, im Vergleich zum letzten Part hatten wir hier deutlich mehr Pech. Oder wir hatten im letzten Part mehr Glück. Obwohl, nee, da war auch ein bisschen Pech dabei. Aber naja, jedenfalls, ich glaube, die Daisy hinter uns hatte einen Fehlstart, oder? Sonst wäre ich nicht so weit hinten. Das kann ich mir nicht vorstellen, nicht bei meinem Talent als Fahrer. Deswegen, ja, das stimmt was nicht. Okay. 5. Platz ist in diesem Fall doch mal ganz gut, dass ich hier so scheiße fahre. Und ich habe es natürlich verdient, dass ich jetzt kein Item bekommen habe. Ich wundere mich, dass ich bis jetzt nicht runtergefallen bin, beziehungsweise noch nicht von einem Stern getroffen wurde. So. Trotzdem muss man dieses Rennen hier nochmal gebührend wie nennt man das, abschließen können, genau. Denn so kann ich ja doch nicht einfach den Part beenden. Ich als letzter Platz die ganze Zeit, das geht nicht, Freunde, das geht nicht. So, die Pilz setze ich jetzt schon mal ein und dann machen wir fleißig weiter. Der Kugelwiebel hat sich einfach mal hin teleportiert da vorne. So, zack, 2 Pilze behalte ich jetzt erstmal noch für mich in der Hinterhand, für die Stelle nach den Pilzen. Das glaube ich gar nicht so doof, außer ich hätte jetzt vielleicht noch ein besseres Item bekommen, das glaube ich aber eher nicht. Obwohl, jetzt in der Situation bestimmt, weil ich ja so richtig riesen Glück habe. Ich hätte jetzt einen Pilz einsetzen können für die Abkürzung, die ich depp. Und wie Brettlaken das gerade macht, der nutzt nämlich gerade die Abkürzung. Und ich weiß jetzt nicht, ob er die geschafft hat, denn das sah nicht so aus.
Super. Auf jeden Fall sind wir auf dem dritten Platz. Das heißt, Red Luck, man sieht schon auf der Karte, er ist ja Luigi. Er hat die Abkürzung nicht geschafft. Tja, passiert. Ich hätte es vorher machen können, aber dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht auf dem dritten Platz. Jetzt, das finde ich ganz gut, dass ich jetzt auf dem dritten Platz bin. Aber ich könnte wetten, bei meinem Glück lande ich noch auf dem letzten. So, ein Pilz, den behalte ich noch gleich für die Grünstelle. Und der blaue Panzer ist noch angeschlagen. Das ist perfekt. Der ist noch runtergefallen. Komm, den kriegen wir noch. Ne, kriegen wir doch nicht mehr. Aber wir landen doch nicht auf dem letzten Platz. Aber wir landen auf dem vierten. Ja, das hätte ich mir natürlich denken können. Sind wir noch auf dem vierten oder bin ich jetzt doch auf dem letzten? Weil, na gut, auf dem letzten bin ich jetzt auch nicht. Aber was da alles so passieren kann. Jedenfalls, das war's für diesen Part. Wir sind alle Rennen jetzt abgefahren hier. Voll abgefahren, Mann. So. Ey, doch, Dritter. Das ist doch mehr Glück als Verstand gehabt. Ja, Anselm, Glückwunsch. 60 Punkte, mehr gibt's nicht. Ich habe noch 11 Punkte jetzt einkassiert und bin daher jetzt nicht mehr auf dem letzten Platz. Das sehe ich doch mal als Erfolg bei meinem Glück heute. Das war's für diesen Part, Freunde. Wir sehen uns gleich hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn er schon online ist. Beim letzten Grand Prix dieses Termins. Und dann, ja, wünsche ich noch viel Spaß. Bis dann, auf Wiedersehen. Wie schade, ist mir jetzt vollkommen egal. Bis dann.